Und willkommen zurück zu Paper Mario 64, wo wir wieder mal ein paar weitere Sternsplitter sammeln. Heute in der Folge werden einige gesammelt. Und kann mir einer erklären, wie zur Hölle ich diesen Sternsplitter hier verpasst habe? Oder hatten wir zu dem Zeppelin noch keinen Cooper? Das kann sein. Wie kommt das? Ist es sogar. Okay, das war der erste. Hier bei der Weggabelung, bei diesen drei vielen, direkt in der Mitte, gibt es auch noch eine weitere. Yay! Ich glaube, unten geht es runter zu Cooperheim. Also, glaube ich, geht es rechts erstmal weiter für uns. Denn dort ist das Schloss. Und wie es hier weitergeht: Hier kommt ein Cooper aus dem Busch. Und genau in dem gleichen Raum findet ihr auch noch. Das war jetzt Zufall. Auch noch einen Sternsplitter. Und vor dem Schlossabschnitt können wir bei diesem Baum. Oder vor dem Baum? Was haben wir schon? Oh. Na toll, da gehe ich den ganzen Weg wieder zurück zum Schloss und dann habe ich das schon. Naja, ist aber nicht so schlimm. Hier, wo die Party machen, bei den Bob-Oms, gibt es in Cooperheim auch nochmal etwas zu sammeln. Für die, die sich wundern oder sich fragen, wo noch das andere Stück hier ist in Cooperheim, das ist da, wo man... Hey, hallo. Junge, was ist denn das? Wo dieses blaue Blockpuzzle ist. Das hat man aber schon gemacht, bin ich mir ziemlich sicher. Also das kann ich noch gleich mal nachschauen. Aber warum kriege ich dieses blöde Ding jetzt nicht aus dem Boden raus? Dankeschön, meine Güte. So, wovon ich geredet habe, ist hier im anderen Bildschirm. Da war dieses blaue Blockpuzzle. Ich meine, wir haben das schon gemacht. Oh, Colorado hat es rüber geschafft. Cool. Nun, ich bin wieder da. Hier ist es doch ganz nett. Abenteuer sind ja schön und gut. Dabei ist es nirgends schöner als zu Hause, Mann. Dann bleibt doch mal zur Abwechslung hier. Ich hab leider die Nase voll, hier rumzusetzen, mir Sorgen zu machen und auf dich zu warten. Hä? Ja, natürlich. Nun, Psst, Mensch, du sein alter Schwede. Brenne ich darauf, den verschollenen Palast im hohen Norden zu suchen. Aber was meine Frau nicht weiß, macht meine Ohren nicht heiß. Ach, Kollege. Ja, das hier. Müssten wir eigentlich schon haben. Ja, haben wir auch schon. Quizmo! Den können wir doch eben machen. Warum denn nicht? Ein paar Quizzes. Okay, Frage. Welche Fähigkeit setzt Gumbario häufig ein? Sprung, Scanner, Tauchen. Also Sprung und Scanner eigentlich. Aber ich würde mal sagen, Scanner ist die richtige Fähigkeit, die er hat. Oder? Ja, Sprung wäre, glaube ich, auch richtig gewesen. Aber ich glaube, für ihn nicht. Warum auch immer. Korrekt. Gut gemacht. Hier, du durst ja gerade, ne? Dann gebe ich dir auch mal ein. So, du hast drei Fragen geschafft. Ciao. Na, leider zu wenig. Wir brauchen noch viel, viel mehr. Ab in die Röhre. Naja, also ich meine, wenn der nochmal hier ist, dann nehme ich den mal mit. Ist ja richtig geil, das Ding, was er einem gibt. Warum nicht? Kann man die hier farmen? Verstehe ich nämlich nicht so ganz, aber na gut. Wow! Nein! Verdammt! Okay, bin wieder aus dem Kampf raus. Jedenfalls hier an diesem. Ernsthaft? Okay, ganz schnell. Hier vorne. Hier sind ja überall diese... Ach, komm! Da, danke schön. Hier vorne, Sternsplitter. Das ist der Ort, wo auch hier die Rampe ist. Und dort ganz links auch noch eine ist. Auf dem Weg zum staubtrockenen Vorposten gibt es hier bei diesem Steinkaktus eine von diesen Bodenplatten. Ist mit auf dem Weg. Hier oben auf dem Dach von Mausufa, glaube ich, hieß der, können wir hier eine Stampfattacke ausführen. Oder hier eine ausführen. Jedenfalls hier irgendwo in der Nähe. Ich glaube, bei den Treppen war das. Mal kurz sehen. Ja, hier war's. Für einen weiteren Sternsplitter. Und wenn wir schon mal hier sind, uns ist ja jetzt, glaube ich, Anfang der Folge oder Ende letzter Folge. Auf jeden Fall, letztens ist uns der Zauber ausgegangen und ich habe noch ein wenig Geld übrig, wie ihr sehen könnt. Deshalb werde ich mir hier nochmal für den restlichen Spiel einen Zauber kaufen. Da das Spiel aber nicht mehr so lange ist, werde ich mich nur für den normalen Zauber entscheiden. Das wird nämlich vollkommen ausreichen für den Rest des Games. Na, es gibt ja nur noch ein einziges Chapter. Also, wozu jetzt nochmal das Riesige holen? Vielleicht für, ich weiß nicht, ob man da noch mehr Glück bekommt im Spiel. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert oder nicht, aber ja. Auch übrigens, falls ich irgendwo Sternsplitter verpassen sollte, dann habe ich einfach Pech gehabt und dann habe ich sie halt verpasst. Ich werde mich jetzt auch konzentrieren, alles zusammen, die ich hier auf meiner Liste habe, wenn ich welche, aber nicht auf der Liste habe, die ich aber nicht, die ich aber noch brauche, dann ist es halt so. Hoffentlich.
hoffe, ich entscheide mich nicht dazu, noch ein 100% Let's Play zu machen mit allen Orden und allem. Oh, oh Gott, bitte, bitte nicht. Oh, bitte, bitte nicht. Nein, das könnt ihr mich antun, bitte nicht. Nein! Okay, in Boo's Mansion gibt es ein paar Stücke. Ich bin jetzt einmal runtergedroppt und hier in diesem Lagerraum. Und genau da, wo ich stehe, ist ein Splitter. Es gibt hier, glaube ich, ein paar mehrere zu sammeln, deshalb muss ich mich jetzt hier wirklich sehr viel umschauen. Ich glaube, wenn ich jetzt hier hochgehe, genau, hier ist der Schatzraum. Also ihr wisst jetzt, glaube ich, wo ich bin. Ja, genau. Kann sein, dass wir das hier noch nicht haben. Da, wo wir die Stiefel erstmal, glaube ich, bekommen haben. Ja, das haben wir wirklich nicht. Wow. Eigentlich super simpel, ne? Da sind wir, glaube ich, auch hier runtergedroppt. Ja, und dann ist hier, glaube ich, noch der Laden. Ja, perfekt. Ich kaufe mir nichts. Nee, danke. Was ein schöner Teppich hier doch ist. Und direkt darunter hat jemand seinen Schatz liegen gelassen. Ein paar Cent zwischen den Ritzen von dem Sofa. Nehme ich mit. Ups, das habe ich jetzt leider nicht gezeigt. Aber hier in dem Raum habe ich auch einfach in der gleichen Stelle wie vorher unten. Also hier. Sieht man das ja. Schaffertacke gemacht. Boi. Fällt dir das raus. So, noch für Reference. Ich war hier in diesem Raum. Also ich bin die Treppe hochgegangen und nach ganz rechts. So, damit sind wir auch schon mit den Menschen ziemlich durch. Glaube ich. Vor dem Eingang oder Ausgang, je nachdem, gibt es genau hier, wo ich stehe, noch eine Bodenplatte. Yeah. Ich bin hier gerade mit Power Carry drüber geflogen, über den Abgrund. Und man kann es eigentlich auch schon sehen, wenn man auf so bestimmten Winkeln schaut. Dahinter ist ein Splitter, den ich gerne hätte. Yeah. So, und drüber Schloss gab es, glaube ich, auch nochmal einen Splitter. Guck mir nach. Ziemlich schön, dass jetzt gar keine Gegner mehr sind, aber warte mal, kann das sein, dass ich das hier wirklich nicht gecheckt habe? Ich meine, okay, vielleicht stand da ein Gegner davor, hat geschlafen, ich weiß es jetzt nicht, aber jetzt, wo hier gar keine Gegner sind, ist das ja extrem offensichtlich. Und ich glaube, hierdurch kommen wir auch zu dem einen, ja, ich muss raten, ach mein Gott. Ich sag oben rechts. Nein, ich sag unten. Unten rechts. Dammit! Das war links. Ja, das ist auch so seltsam hier gemacht mit dem Bang. Und das war aber nicht für ein Sternsplitter, sondern für einen Orden? Hä? Na gut, da kann ich so ein bisschen Orden holen, aber trotzdem, hä? Ey, ich hab's jetzt mal nachgezählt, ne? Der Weg hierhin zurück ist ungefähr eine Minute oder so. Ich muss die ganze Zeit so machen und so machen und so. Und es ist ein riesiger, verdammter Hallway. Es ist schrecklich. Was? Das ist wohl ein Scherz, oder? Okay, ich hab's ja verstanden. Man soll da mit Paracarry rüber. Hier ist jetzt richtig. Ich hätte von Anfang an hier einfach reingehen sollen, ich Idiot. Stopp! Ob das passt? Ich hoffe es. Bitte passt es. Das war nur der Orden, aber trotzdem. V-Minus schwächt die Abwehrkraft des Gegners und bringt Schaden? Wie ist das denn gemeint? Ich tu ihn mal ausrüsten, warum nicht? Dieser Sprung richtet nicht nur Schaden an. Ach so, es ist ein Jump. Ja, nee, ist okay. Bin da okay für. Oh Mann, ich habe diesen Raum jetzt ständig gesucht. Ich habe ihn endlich gefunden und ich habe das Ding schon. Ich habe hier jetzt so lange meine Zeit verschwendet. Nicht nur die ganze Zeit nach oben und wieder runter zu fallen und dann nach oben zu gehen, wieder runter zu fallen, sondern diesen Raum zu suchen. Oh mein Gott. Naja, okay. Zumindest weiß ich jetzt, ich habe hier alles. Und wir sehen uns bei Shy Guys Spielkiste wieder. Da gibt es auch noch ein bisschen was zu sammeln. Ja. Vor diesem Toad gibt es hier einen. Das hätte ich auch finden können. Habe ich aber nicht. Jetzt schon. Oh. Ich bin jetzt gerade nach rechts gegangen. Ich hab den Wagen jetzt nicht gewechselt oder so. Ich bin nach rechts gegangen. Und hier hinter diesem Block befindet sich was. Und ich meine, oben auf dem Dach gesehen zu haben, dass da auch noch einer ist. Ich glaube aber, dass wir das schon haben. Also, es müsste sich direkt über dem... Genau, hier. Hier müsste sich auch noch mal eins zu finden. Das haben wir, glaube ich, schon. Okay, na gut. Und jetzt, guck ich mal. Ich glaube, das haben wir jetzt alles in diesem Bahngleis. Ich kann nicht mehr reden. Mein Gehirn ist Matsche nach diesem ganzen Hin und Her. Lustigerweise gibt es literally bei jedem einzelnen von diesen Bahnhöfen direkt da, wo der eine Toad steht, unter ihm eine Bodenplatte. Wirklich. Überall.
Musst du gucken, wo genau das hier ist. Ah, hier. Ja, muss da ein bisschen rumfixen, rumfummeln. Das mache ich auch ganz schnell direkt in jedem Bahngleis. Glücklicherweise, wenn man das einmal gesehen hat, kann man es auch direkt alles skippen. So, da wird das irgendein Grund, dass ich hier den Knopf drücke. Ich muss aber den rechten Knopf immer drücken, damit ich die große Auswahl hier bekomme. So. Jetzt gehen wir zum roten. Und da ich sehe, ich werde das wahrscheinlich super schnell cutten. Und wir werden wahrscheinlich dann auch noch genug Zeit haben, um uns auch nochmal im Sternhafen umzuschauen und vielleicht schon Kapitel 8 zu triggern. Wir schauen mal, wir schauen mal. So, wo hast du es versteckt? Oh, perfekt, first try. Sehr schick. Sehr, sehr schick. So, und noch zum Grünen. Der letzte. Aber ich glaube, das ist nicht das letzte Sternstück. Ich glaube, eins gibt es noch. Ich werde mich noch ein bisschen umschauen. Vielleicht finde ich noch mal was. Wie gesagt, ich gehe nach einer Liste nach. Weiß aber nicht, ob die auch wirklich alles hat. Was? Wieso? Wieso? Was? Was ist das hier für eine Quest? Habe ich gleich gemacht. Das ist ein Rückweg oder was? Habe ich einen unnötigen Rückweg letztes Mal gemacht? Ist verstanden? Hätten wir ihn eben sollen? Was? Okay. Wir fahren weiter. Aha. Was war denn jetzt gerade? Okay. Habe ich auch noch nie gesehen. Aber gut. Und. Bestimmt hier oder so. Ja, hier. Na komm. Ich muss immer gerade stehen bleiben und dann einen super guten. Gedrückten Jump, Mann. Ist schwierig, Mann. Ist schwierig, okay. Achso, nee, das haben wir schon. Das war aber wirklich nicht schwer zu finden. Wirklich nicht. Gabriel, was ist hinter uns? Hier an diesem Baum. Gibt es. Nee, nicht dieser Baum. Dieser Baum. Gibt es einen Sternsplitter? Da haben wir den ersten. Oh, heiliger Rabe, bitte gebe mir deinen Splitter. Bitte. Ich würde mich sehr freuen. Wenn du mir den geben würdest und ihn nicht unten unter dir festhältst, da wo dein Grab ist, obwohl du gar nicht tot bist, aber egal. Danke. Yippie. Hör auf zu drehen, Mario. Danke. Oh, weiser Baum, sag mir bitte, dass du hier was versteckt hast. Und die Antwort übrigens ist ja, er hat hier was versteckt. Ich bin mir noch nicht genau sicher, wo. Wir stampfen einfach mal. Oh, ich stehe genau drauf. Lucky me. Durch den Berg hier, durch den Lava-Lava-Berg Ziplines gibt es, glaube ich, in einem dieser Räume noch etwas zu sammeln. Lass mich kurz umschauen. Oh, schaut mal, hier ganz unten in dem Raum. Also wenn ihr bei der Zipline-Raum seid, geht nach ganz unten. Und dann nach rechts. Dann seid ihr in dem Raum, wo ich gerade bin. Und hier gibt es nicht nur diesen vorletzten Block zum Entwickeln, sondern auch noch, soweit ich weiß, hier in der Ecke einen Splitter, genau. Und leider weiß ich jetzt halt wirklich nicht, wie ich zu dem Block da oben hinkomme. Was zur Hölle? Ich weiß es wirklich nicht. Ich wusste es auch damals nicht. Ich dachte, man müsste hier backtracken irgendwann für. Aber mittlerweile bin ich mir dann nicht mehr so sicher. Ich schätze, ich muss es mal wieder rausfinden. Oh Mann. Ich kann es euch wirklich nicht sagen, wie, wo, wann, warum, aber ich bin mir sehr sicher, dass man das so machen muss. Ja, da wo es leuchtet. Wie gesagt, da wo es leuchtet. Hier. Perfekt. Ich habe es mal geschafft. So, was? Letztes Mal habe ich deine Hilfe gebraucht mit deinem Level-Up. Du hattest es nicht, deshalb war der Kampf länger. Jetzt kriegst du es endlich. Und ja, Paracarry wird als allerletztes geupgradet. Tja. Das ist aber doof für ihn, ne? Das ist ein bisschen doof für ihn. Okay, ich suche nochmal den letzten Splitter, weil ich habe gesehen, es gibt noch einen hier. Und dann sehen wir uns mal wieder. Oh Mann, ich musste den ganzen blöden Storyweg hierhin nochmal gehen. Nur für diesen einen blöden Splitter. Warum tue ich mir das an? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wie komme ich jetzt hier eigentlich am besten raus? Das ist gerade die beste Frage überhaupt.
Alter, was soll ich hier machen? Ich komme nicht mehr aus dem Raum raus. Weil das Ding spawnt hier die ganze Zeit neu. Boah, jetzt. Okay, es spawnt nur einmal. Er kommt ja aber immer. Hier ist so eine Trigger, die ihn immer spawnen lässt. Super weird. Na, also wie gesagt, wie ihr gesehen habt, ich muss den ganzen Weg zurücklatschen. Es hat mich Stunden. Okay, nein, das nicht. Aber es hat sich angefühlt, als hätte ich Stunden dafür gebraucht. Kleiner Fun Fact: Jetzt müsst ihr kurz mit mir leiden. Ich habe herausgefunden, man kann diese Firebars, die auf dem Weg sind, ne, diese rotierenden Feuerdinger, die kann man besiegen. Indem man die ganze Zeit springt. Also wie so ein Seil. Du musst immer Seil springen und die werden nämlich immer schneller und immer schneller und immer schneller. Und irgendwann werden die so schnell, dass sie selber nicht mehr können und dann sind die einfach kaputt und die explodieren in so 10 Münzen oder so. Wisst ihr Bescheid. Kapitel 6 bei Petunia gibt es hier an der Stelle. Wie hat das getroffen? Keine Ahnung. Ein Schlechterbitter. Hier gibt es mehrere. Ich will mal ein bisschen umschauen. Ach du. Das hier ist wirklich sehr schwierig zu finden. Jedenfalls, ich bin vom Baum aus nach oben rechts gegangen. Hab das Puzzle nochmal gemacht, wo man stampfen muss. Dann gehen die Dinger hoch und runter. Hier in diesem Raum mit dem Trampolin nach oben springen. Und jetzt passt auf. Moment. Ich darf nicht aus dem ich darf nicht runterfallen. Hier. An dieser Stelle, Stampfattacke machen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie man drauf kommt. Aber so kriegt man hier dieses Sternstück. Ja. Geht vom Baumraum aus nach unten links. Hier seht ihr diese Goldbeeren, die man hier bekommen kann. Und direkt darunter ist ein Splitter. Komm ich jetzt wieder zurück? Ich verdammter Vollidiot. Ich benutze hier ständig Paracarry zum Rüberkommen. Ich kann einfach hier mit Lucky Lester drüber. Ja, das hier haben wir schon. Und ich glaube, dass man hier noch was bekommen kann. Ich weiß nicht genau, in welchem Gebiet das war. Ich glaube, es war hier irgendwo. Ah ja, genau. Hier bei diesen beiden Blumen-Stampfattacke. Und dann sieht man hier hinten, da der Mutter ist. Und ich glaube tatsächlich, dass wir durch sind mit dem Kapitel. Gut, dann muss ich jetzt irgendwie einen Weg finden zum Bibberberg zurück. Ich habe keine Ahnung, ob es dafür eine Röhre gab. Ich finde es jetzt erstmal heraus, schätze ich. So, und da oben war noch ein Item. Ich meine, ich bin sowieso gerade pleite. Nehme ich einfach mit. Warum nicht? Mir egal. Den Splitter hier habe ich zwar gefunden gehabt, aber ich konnte nicht drankommen. Aus irgendeinem Grund. Jetzt kann ich ja dran kommen. Schön. Sehr schöne Schneemänner, die hier nicht nur schön sind, sondern auch was Schönes bewachen. Oder soll Lucky? Ja. Und jetzt müssen wir nicht nur zum Bibberberg, sondern auch noch zum Kristallpalast. Das sind auch noch einige Sachen, die wir verpasst haben. Oh Mann. Endlich hier angekommen. Kristallpalast. Ganz, ganz weit gegen Ende hin vom Kristallpalast. Also ich muss wirklich lange gehen. Können wir hier unten eine Stampfattacke einsetzen, direkt unter dem Block. Ich weiß auch gar nicht, wie wir da... Hä, stimmt, man muss sogar so springen, damit man da rankommt. Keine Ahnung, wie wir dann diesen Sternsplitter verpasst haben. Ich kann es euch absolut nicht erklären. Vielleicht spawnt er auch erst. Ah, das haben wir schon. Achso, nee, das haben wir schon. Oh. Das haben wir schon. Okay, aber da auf der anderen Seite der Tür, da müssen wir auch nochmal eben hin. Denn genau auf der anderen Seite gibt es auch nochmal an der exakt gleichen Stelle einen Sternsplitter. Den habe ich auf jeden Fall nicht. Den habe ich nicht. Hier. Also das würde mich jetzt wundern, wenn ich ihn hätte. Ja, ist auch nicht. So, bitte. Danke. So, damit bin ich jetzt erstmal fertig mit meiner ganzen Sucherei. Es gibt auch noch eine Sache, die ich kurz abchecken möchte. Tatsächlich. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wie man hier in den Hintergrund kommt. Weil hier auch nochmal eine Truhe ist. Ein Abzeichen in Orden, oder? Ja, Dreifachgriff. Och man, ernsthaft? Ich darf drei Items pro Runde einsetzen. Oh man. Muss das wirklich sein, Spiel? Ja, okay, kostet aber dafür aber auch 6 BP und 3 OP. Ist bestimmt dafür aber auch dafür richtig gut. Aber... das finde ich sehr gut, weil das nur ein OP verbraucht und das den Job
eigentlich auch macht. Ja, trotzdem sehr nice, dass wir das nochmal gefunden haben. Ich bin jetzt hier wirklich komplett fertig. Das meine ich auch wirklich ernst, wenn ich das so sage. Ich fühle mich komplett fertig. Ich habe das ganze Spiel noch gefühlt noch heute gesehen. Alles durch und durch und durch. Und so viel Münz verloren durchs Wegrennen. Und Mann, ich will einfach hier raus. Ich will einfach raus. Da ich noch nicht genug gelitten habe, könnte ich jetzt auch genauso gut jede einzelne Quest machen mit Mekoopa eben. Denn bei ihm kann man wirklich auch noch mal weitere und viel mehr weitere Sternsplitter erhalten, wenn man seine Quests alle macht. Was war denn deine Quest? Kannst du mir noch mal erzählen, was die nächste Quest ist, die ich irgendwann mal angefangen habe? Okay. Was halt findest? Ich würde alles tun für eine Flasche saures Tonic. Bekommt sie in vielen Läden. Das ist mein liebstes Getränk. Bin mit dir. Wo mein Eis gekühlt ist. Ich bin schon am Verdursten. Okay. Kurz vor dem Hafen, bei diesem komischen Dude, können wir hier diese schöne saure Tonic kaufen. Ich habe zu viele Items, ist das dein Ernst, Mann? Komm, ich verkaufe dir was. Wie wär's mit dem Schwörwort? Das will ich nicht haben. Das kannst du haben. Du kannst auch noch meine blöden Goldbeeren haben, die jucken mich kein bisschen. So, und jetzt ist gut. So, kann ich noch was geben? Nein, der Käse und Eiskartoffeln, die behalte ich fürs ganze Spiel lang. Die kriegst du niemals. Okay, so, hab's gekauft, zurück. Da, Opa, ich hab das für dich, was du haben wolltest. Weitermachen. Hier, bitteschön, nimm es an und sei froh. 1 Cent, geil. Oh, du kommst genau richtig, ich hab noch was für dich. Ich hörte es flüstern, dass am Sternschnuppengipfel eine wunderschöne Wahrsagerin leben soll. Also würdest du... Ich möchte, dass du zu ihr gehst und sie um ein Autogramm bittest. Ja, da kann ich das direkt neben Luigi stellen. Bin zu schüchtern. Lauf schon los, ich kann es kaum noch erwarten. Versprichst du mir, dich zu beeilen? Okay, jetzt sein muss. Ihr habt ihn gehört, Leute. Wir machen uns jetzt endlich auf zum Sterngipfel. Aber nein, wir werden noch nicht anfangen mit Kapitel 8. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Das wird noch ein bisschen dauern. Warte mal. Ich habe hier tatsächlich noch eine Liste mit ein paar Sternsplitter, die wir noch sammeln müssen. Und ich meine, hier irgendwo war eins. Irgendwo. Ja, genau, hier. Perfekt. Yay. Hier gibt es nämlich insgesamt 4 Stück. Die man alle... Nee, warte. Doch nicht. Es gibt 3 Stück. Das vierte Ding kann man auch was auf dem Boden liegen sehen. Okay. Hier neben dem Haus gibt es eins. Genau da. Hat der Sohn wahrscheinlich nicht versteckt. Mit dem wir auch noch reden müssen. Nachdem wir dann genug gesammelt haben. Dann können wir die alle nämlich traden. Was natürlich ganz schick ist. Aber was machen wir dann noch? Wir wollen ja jetzt noch nicht raufgehen, sondern wir wollen ja erstmal ein Autogramm machen. Oder haben. Warte mal. Die Kiste kenne ich doch. Oh, damn. Ich hätte das also doch schon die ganze Zeit holen können. Ich bin sehr schlau. Jeglicher Schaden halbiert. Fokus mal die Energie mehr auf. Orbitation brauche ich. Und in O2 erhöht sich die Angriffskraft um 2. Not bad. Alles not bad. Aber... Jetzt ist es dafür zu spät. Ich habe es nicht gecheckt, dass ich diese Truhe irgendwo schon mal gesehen habe. Also, ja, bisschen doof gelaufen. Aber sag doch mal, wie viel OP benutzen die Dinger denn? Hä? Ich kann das doppelt haben? Das ist ja geil. Zwar exakt gleicher Orden. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Oder ist das ein Bug? Keine Ahnung, Freunde. Lassen wir es erstmal. Hey! Hallo! Ah, sieh an, hallo Mario, es ist ein wenig zu eng hier, um hier in die Zukunft zu blicken. Möchtest du die Dienste in Anspruch nehmen? Dann sprich bitte mit der anderen Seite mit mir. Aber wie bitte? Du willst ein Autogramm haben? Das glaube ich nicht. Bist du sicher, dass du mit der richtigen Person sprichst? Bist du sicher? Nun, das ist das erste Mal. Was soll ich tun? Natürlich! Ich will ja nicht irgendwie zickig wirken, aber ich gebe dir mein Autogramm nur unter einer Bedingung. Nur ein kleiner Gefallen. Spreche, dass du meine Zwillingsschwester besuchst und dir von ihr eine Kristallkugel geben lässt. Da findest du in einer Seitengasse im staubtrockenen Vorposten. Da war ich vorhin. Ihr Name ist Melly. Nun, Mario, was ist für dich tun? Ja, würde ich.
Aber hey, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich zumindest kurz nachschauen, worauf ich denn meine Sternsplitter sammle. Weil schaut mal, wir haben jetzt schon 80 Stück. Von wie viel gibt's? 100? Ich bin mir nicht sicher. Kann man bei Luigi nachschauen. Ja, ich bin Merlo. Ich kann dir was geben. Sonderattacken, Zahltag. Aha, daneben. Verhindert, dass du von einem Erstangriff getroffen wirst. Not bad. Glück gehabt. Hin und wieder werden Gegner Mare verfehlen. Auch nicht bad. Protektor. Schützt Mare vor Vergiftung, Verwirrung. Ja, nicht so. Das haben wir schon, Herzilein. Das ist das gleiche wie Herzilein, nur für BP. Okay, interessant. Not bad. Könnte ich mir überlegen. Kuckuck. Zeigt die KP deiner Gegner. Okay, das ist geil für die Leute, die das Spiel zum zweiten Mal spielen. Weil beim ersten Mal wirst du natürlich alles scannen mit Gumbario. Aber wenn du das zweite Mal spielst, ist Kuckuck ein geiler Orden. Da musst du es nämlich nicht machen. Sehr schön. Zappa. Gegner, die Mario berühren, erleiden Stromschaden? Mhm. Okay, nicht bad. Herzfinder. Nach einem gewonnenen Kampf findest du mehr Herzen. Ja, ist okay. Blumenring ist das gleiche. Nur für BP. KP Sauger. Senkt Angriffskraft um 1. Regeneriert 1 KP pro Runde. Hundertprozentig. Oh. Ist in Ordnung, schätze ich. Geld. Mario erhält doppelt so viele Münzen wie sonst. Auch nicht schlecht. Sparblüte. Jede Attacke, die dich BP kostet, wird um 1 günstiger. Heißt das, Sachen, die 1 kosten, sind kostenlos dadurch? Und Kraft Plus. Erhöht Sprung und Hammerangriffskraft um 1. Erhöht Sprung und Hammerangriffskraft um 1. Das ist ja absolut geil. Habe ich das nicht schon? Kraft Plus? Warte mal. Bin mir ziemlich sicher, ich habe sowas. Du? Nicht? Doch, hier, Kraft Plus, ich bin blöd. Hab ich schon. Kann man das stacken? Ich glaube, da will ich mal safe staten und dann kaufen und gucken, ob das wirklich klappt. Aber wir holen uns erst die Sachen, wenn ich fertig bin mit meiner ganzen Backtracking-Geschichte, ihr wisst schon. Und tatsächlich, wisst ihr was? Bevor ich jetzt zu Mikupelim zurückgehe, ich werde mich hier nochmal umschauen, ob ich ihn nicht jetzt schon mal die Sternsplitter sammeln kann, damit ich das hinter mir ab, ihr wisst schon. Oh, direkt hier oben. Perfekt. Das ist direkt einfach über mir gewesen. Das war kein weiter Weg. So, bin da. Hi, ich war vorhin hier, weißt du noch? Meine ältere Schwester? Mein Lieblich? Was will sie denn? Oh, ich verstehe. Ach, Sian. So. Aha, okay. Bring das bitte, mein Lieblich, mit lieben Grüßen von ihrer Schwester Millie. Grüß dich, Kugel. Well do. So, mein Lieblich, ich habe das, was du haben wolltest. Bitte lass mich nie wieder hin und her rennen. Ah, Sian, hallo Mario, es ist ein wenig zu eng hier. Ach so, du hast die Kristallkugel für mich geholt. Ah, merci, danke, ich weiß das zu schätzen. Und hier, hast du mein Autogramm, wie versprochen. Eines Tages wird es sehr, sehr viel wert sein. Ja, das kann der alte Mann dann verkaufen. Ich hatte jetzt gesagt für seine Rente, aber... Für seine Kinder. Für deren Rente. Ja. So, Kollege. Ich habe endlich was für dich, ja? Ach, das ist ja sehr nett von dir. Was? Hier. Oh, schunkende Dschungelfusis. Du bist einzigartig, Mario. Mein Wort darauf. Unfassbar. Oh Mann. Welch zarte Handschrift. Halt still, mein Herz. Ich meine, dies wird das Herz meiner Sammlung. Wenn es darum geht, einem alten Kuba so viele Gefallen zu tun, bist du ein wahres Vorbild. Diesmal gebe ich dir was ganz Besonderes. Aber verrat's niemanden. Ich habe einen Ruf zu bewahren. Oh, nimm es. 3 Sternsplitter. Das war's zumindest, wird es hin und her gehen. Und wird es noch wert sein, die restlichen ganzen Aufgaben, und damit war ich wirklich alle anderen Aufgaben von Mikupelim zu machen, das finden wir in der nächsten Folge raus. Ich werde es in der nächsten Folge machen. Jetzt muss ich mich erstmal erholen. Ein bisschen strecken. Ein bisschen schlafen drüber. Und dann muss ich bald mal wieder retten. Helfen. Ich rette ihm, indem ich ihm helfe. Ja. Kann sich nicht selbst helfen. So einer ist das. Thank you.